da steht ein Reh, ungefähr 20, 25 Meter weg von mir. Ja, jetzt wird's spannend. Das gibt's ja nicht. Und wir konnten genau von dieser Stelle aus quer über das Feld schauen. Ja, und nachdem die uns da dann quasi hatten wir die zweite Begegnung, da kamen die uns mit dem Auto entgegen von da vorne. Ja, so, da sind wir wieder. Und wir gehen jetzt nach Hause. Das jetzt hier ist tatsächlich ein Bereich, den wir beim letzten Mal überhaupt nicht mehr gesehen haben, weil wir ja in die andere Richtung geflüchtet sind. Es ist auch schon ein Ding. Ihr seht das, hier ist ein Zebrastreifen. Der kommt von da und geht nach da. Also von einem Busch in den anderen. Wenn ich nicht die ganze Zeit mit meinem Rucksack so knirschen würde, könntet ihr eventuell die Grillen hören, die hier im hohen Gras sitzen. Oh, das ist ein mächtig großes Gebäude, direkt hier vor uns. Ja, und ich muss sagen, das ist natürlich... Es ist schon ein Stück weit kackendreist, dass ich mit euch jetzt genau in die Richtung laufe, woher die damals gekommen sind, um uns zu verfolgen. Aber das hier ist mega interessant gerade. Schaut euch das mal an. Wir sind in einem Sicherheitsbereich. Ihr musstet also, wenn ihr alleine hier hin wolltet, wo ich jetzt gerade lang laufe, euch schon bei einer Wache, bei einem Pförtner anmelden. Und konntet hier nur mit einem Dienstausweis rein oder mit einer Sondergenehmigung. Und jetzt schaut euch das mal an, dass jetzt in dem Sicherheitsbereich nochmal ein abgesperrter Bereich ist, wo ihr eine separate Zutrittskontrolle hattet. Ihr musstet entweder hier klingeln oder hattet vielleicht eine Chipkarte, womit diese Schranke aufgegangen ist. Und erst dann kamt ihr in den Bereich hier rein. Ist ein Gebäude da. Da hängt oben eine Kamera dran. Die Tür hier ist zu. Da ist nicht mal eine Türklinke dran. Oder ein Schloss oder irgendwas anderes. Mir da jetzt auch gerade gar nicht sicher. Da sind Lampen oben dran und da sind Leuchtmittel drin, die alle noch intakt sind. Macht mir gerade ein bisschen Sorge. Wenn, dann wäre jetzt eh zu spät, weil da oben hängt die nächste Kamera. Jetzt einfach mal drunter weg. Jetzt noch abzudrehen, wäre eh zu spät.
Macht ein bisschen kribbelig im Bauch, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allen Dingen möchte ich das Risiko eigentlich auch ein bisschen eingrenzen hier, weil das soll eine etwas längere Aktion werden und nicht gleich schon vorbei sein, das Ganze. Ein Schild, Vorsicht, spielende Kinder. Ah, das ist, aber das sieht aus wie ein Kindergarten hier vorne. Das ist so ein Flachdachbau. Ja, und hier wird es tatsächlich spannend, weil das jetzt hier ungefähr die Luftlinie ist, die wir von da hinten, von dem großen Gebäude, wo ich gerade mit euch gestanden habe, aus sehen konnten. Und genau von da sind die Kollegen damals gekommen. Ich laufe mal eben mit euch hier in das Gebäude schauen, ob man noch sehen kann, was das mal war. Das sind leere, große Räume. Ja, das hat auch ein bisschen was von der Schule, muss ich sagen. Eventuell Grundschule. Ja, Kindergarten oder Grundschule. Und ich kann es euch nur sagen, ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause jetzt so mitkriegt. Der durchpfeifende Wind hier klingt immer wie Räder auf dem Asphalt, als wenn hier ein Auto angefahren kommen würde. Aber schaut mal, wie lange ich jetzt mit euch hier schon unterwegs bin. Also, dass, wenn es irgendwo den Begriff Endzeitstimmung gibt, dann passt der doch wohl hier, oder? Das sieht aus wie eine Baumschule, allerdings ist es relativ vertrocknet hier. Es scheint sich da schon länger keiner mehr drum zu kümmern oder es ist einfach nicht das Wasservorkommen da, um das hier alles zu bewässern. Und ich bin echt gespannt, was hier gleich hinter ist. So, theoretisch damals sah das aus wie so alte Baracken, wo das Auto vorab gestellt gewesen ist. Ich hatte auch mal davon gehört, dass hier boah, haltet mich nicht für bekloppt. Ich habe das Gefühl, da hinten hat einer gerade gerufen. Noch, dass hier mal die Rede davon gewesen ist, dass hier mal eine Zeit lang Flüchtlinge untergebracht gewesen sind. Das würde ja dann auch die Securities erklären. Ah ja, doch, das könnte passen. Ich glaube, das hier ist tatsächlich das Gebäude, wo das Auto vorgestanden hat. Das Weiße hier vorne. Puh. Gehen wir da weiter. Und ich sage euch was, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, an dem Gebäude steht ein Fenster auf. Wenn das nur einer zum Lüften aufgemacht hat, weil er da jetzt gerade drin sitzt und Dienst hat, gucken wir, dass wir hier wegkommen. Also ein offenes Fenster ist ja nicht immer ein schlechtes Zeichen, aber ich bin ganz ehrlich, das reicht mir, was ich jetzt gesehen habe. Vor allen Dingen muss ich jetzt ganz viele, ganz lange, gerade Straßen zurücklaufen.
bisschen zügiger. Das Schlimme ist, ihr seht jetzt wahrscheinlich eher, wenn hinter mir irgendwas kommt, als ich. Scheiße. Okay, aber das passt alles zusammen jetzt. Oh, die Straße ist so lang. Rucksack macht es mir auch nicht gerade einfach, mich hier zu bewegen. Hier haben wir unsere Schranke wieder. Vor allen Dingen sind wir jetzt am komplett anderen Ende der Kaserne. Ich muss jetzt die gesamte Strecke wieder zurück. Trinken müsste ich gleich mal. Ich würde sogar sagen, an der Stelle hier sind relativ frische Reifenspuren. So, ich werde jetzt auf jeden Fall auf die komplett andere Seite wieder zurückgehen, also möglichst weit von diesem Ort hier weg. Weil ich mir denke, dass das hier, wenn ihr mal schaut, dass hier auf dem Boden sind wirklich recht frische Reifenspuren. Das sagt mir, das ist deren Einflugschneise hier. Werden hier regelmäßig, warum auch immer, Schichtwechsel oder Streifenfahrten diesen Weg hier lang fahren. Und aus dem Bereich möchte ich hier raus. Guck mal hier. Hier ist irgendein Fahrzeug lang, was Öl verloren hat. So, jetzt kommen wir gleich so langsam in meine Safety Zone, wo ich zumindest der Meinung bin, dass ich dann ein bisschen sicherer bin als hier vorne. Ich bin ganz am Anfang, als ich hier gerade angekommen bin, bin ich hier an diesem Haus schon mal gewesen. Und jetzt sage ich euch mal was. Ich habe die Tür so zugemacht, als ich hier losgegangen bin. Will ich mal nur hoffen, weil es ja hier auch relativ windig gerade ist, dass der Wind die aufgestoßen hat. Weil ich finde das ziemlich unangenehm, wenn jetzt ausgerechnet hier schon jemand drin wäre. Okay.
zumindest oben so ein bisschen verkeilen, dass die jetzt vom Wind nicht wieder aufgeht. So, drin sind wir schon mal. Auch hier noch eine komplette Küche drin mit Herd und Ofen. Das war mal die alte oder ehemalige Eingangstür. Ich werde mal eben meine Tasche dunkel stehen lassen. Eben einmal durchs komplette Haus gehen. In erster Linie wissen möchte, ob ich hier alleine bin. Ja, wir machen eine kleine Roomtour. Mal sogar mit Balkon. Ist ja heiß. Da hängt noch ein Basketballkorb von außen dran. Dann haben hier vielleicht auch Kinder gewohnt. Ah, den kenne ich. Ein recht großes Haus. Toilette. Wohn- oder Schlafzimmer. Ich würde eher sagen Schlafzimmer. Ah, Kinderzimmer eventuell. Oder Arbeitszimmer. Und hier haben wir den Dachboden. Okay. Leute, ich muss das mal eben mit dem Handy jetzt filmen. Sorry, dass ich die Kamera gerade nicht zur Hand habe und ich hab's verpasst. Im Ernst, Leute, da ist jetzt gerade von rechts nach links ein riesengroßes Wildschwein entlang gelaufen. Scheiße. Aber daran seht ihr mal, wie verwildert das hier ist. Dass selbst Rehe und Wildschweine sich hier wieder heimisch fühlen. Aber ich hätte es euch gerne gezeigt. Ist weg. Schade. So, ich musste jetzt mal eben die Kamera wechseln, weil sich der erste Akku jetzt gerade schon verabschiedet hat. Nachdem ich jetzt gerade die Begegnung mit dem Wildschwein hatte, machen wir jetzt mal Folgendes. Ich gehe mal mit euch runter. Ihr könnt das so sehen, ich habe schon mal provisorisch hier eine Tür vor den Eingang gestellt,
weil ich da gar keine Lust drauf habe, dass das Wildschwein hier nachher plötzlich vor mir steht. Natürlich habe ich mir hier auch ein kleines Backup mit eingebaut. Das heißt, wenn ich da vorne die Tür so verschanze und es passiert irgendwas und ich muss hier zügig raus, dann kann ich natürlich hier einfach die Terrassentür nehmen. Jetzt mache ich jetzt erstmal die Kette davor. Ja, und ich habe mir überlegt, ich werde hier ins mittlere Geschoss gehen. Unten ist mir einfach viel zu dicht am Geschehen, wenn da irgendwas sein sollte. Ich meine, wir haben ja auch noch die Information, dass zumindest vor Jahren hier das THW regelmäßig Trainingseinheiten abgehalten hat. Und unten an der Tür, das Seitentürchen an der Garage entlang, habt ihr es vielleicht gerade auch gesehen, da war vom THW Flatterband. Das heißt, wahrscheinlich haben die hier sogar eine Übung gemacht und haben da unten die Tür eingewämst. Ich hoffe mal, dass sie das nicht regelmäßig hier machen. Und jetzt wollte ich hier mal eben ringsrum so ein bisschen die Fenster auf Kipp machen. Jetzt schaut euch das mal an hier. Also ich kenne mich ja eigentlich ein bisschen mit Munition aus. Das hier habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Das sieht aus wie Übungsmunition, wo aber auch tatsächlich hier vorne irgendwie ein kleines Projektil drin ist. Vielleicht ein Gummigeschoss, was hier durch den Zünder nach vorne rausgeschleudert wird. Na Junge, 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 die machen hier echt tatsächlich regelmäßig Übungen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, habe ich auch noch nicht gesehen, dass man das hier in einem normalen Fachhandel kaufen kann und dass hier irgendwie Jugendliche unterwegs waren, die einfach hier ein bisschen rumgeballert haben. Oh Mann. Ich werde gucken, dass ich die Treppe hier noch irgendwie blockiere. Und werde dann hier im tatsächlich ehemaligen Schlafzimmer da irgendwo mein Quartier aufschlagen. Dann habe ich noch die Möglichkeit, hier die Terrassentür, die Balkontür aufzumachen. Und kann von oben zumindest die gesamte Situation hier überblicken in beide Richtungen. Und wenn hier ein Auto, ob es jetzt Sicherheitsdienst, THW oder sonst irgendwas ist, vorbeifährt, werde ich das hören. Und könnte dann zur Not hier auch zwischendurch abends mal einen Moment auf die Terrasse hier auf dem Balkon gehen. Wieder ein bisschen beunruhigend da vorne. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. In einem Halbkreis ist das Gras abgeknickt. Und hier vorne auch. Und zwar, ich würde sagen, kommend aus der Richtung hier, gehend in diese Richtung. Also irgendjemand ist da vor gar nicht mal so langer Zeit hier lang gelaufen oder gefahren, sogar mit einem Motorrad. Auch wenn ihr mich jetzt für bescheuert haltet, aber ihr seht nicht einfach nur Stimmen recht dicht an mir dran, sondern ich habe jetzt gerade auch eine Autotür gehört und ich frage mich,
Wenn das jetzt andere Urbexer sind, wie sind die hier mit dem Auto reingekommen? Wenn es keine Urbexer sind, wer ist es dann? Also die ersten Abenteurer habe ich jetzt gerade schon gesehen. Die schleichen hier mit ihrer Taschenlampe rum. Leute, guckt mal. Seht ihr da die Augen? Ein kleines Reh. Ich habe es mir jetzt hier draußen auf dem Balkon ein bisschen bequem gemacht. Ich habe jetzt extra rotes Licht an. Ich habe hier die kleine Obalb ans Geländer gehangen, weil man rotes Licht in der Dunkelheit nicht ganz so weit sieht wie weißes Licht. Und da hier die ersten Leute vorhin schon um das Gebäude rumgeschlichen sind, möchte ich hier nicht alle Fackeln anwerfen, so dass man mich gleich hier oben sieht, weil ich bin jetzt hier auf bestimmt 3 Meter, 4 Meter Höhe. Das heißt, ich habe zwar alles hier gut im Blick, aber mich sieht man dann natürlich auch sofort. Ich bin jetzt zur Gartenseite raus, also nicht zur Straße, die Straße ist hier hinter mir. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, ich habe vorhin sogar ein Auto vorbeifahren hören. Ja, jetzt muss ich aber trotzdem einmal kurz ein bisschen mehr Licht anmachen, weil ich muss mich bei ein paar Leuten bedanken, die das hier alles so ein bisschen mit möglich gemacht haben. Für gewöhnlich machen wir das ja so, dass wir am Ende eines jeden Videos einen Abspann laufen lassen, mit den Personen, die uns auf irgendeine Art und Weise unterstützen. Sei es durch eine kleine Spende über unser PayPal-Konto oder zum Beispiel über unsere Amazon-Wishlist. Und hier sind jetzt gleich 3 Leute, bei denen ich mich bedanken muss. Das ist einmal der Tobi. Der Tobi hat uns schon vor einiger Zeit diesen kleinen Holzofen zukommen lassen. Den hatte ich irgendwann mal auf die Wishlist gesetzt, weil ich genau so eine Aktion wie diese hier geplant habe und demnächst eigentlich auch noch vorhabe, öfter zu machen. Dann muss ich einmal Danke sagen bei der lieben Marion. Hier ist so viel Bewegung um mich drumherum und gerade ist es so, dass ich geblendet werde von der Lampe und nicht mal was sehen kann, was um mich herum passiert. Die Marion hat uns dieses kleine Multitool zukommen lassen. Da ein ganz liebes Dankeschön für. Und die Annette hat uns 2 von diesen sogenannten Göffeln, also halb Gabel und halb Löffel. Und den werde ich jetzt gleich auch gut gebrauchen können, weil ich jetzt gleich hier anfangen möchte zu kochen. Also an euch 3 nochmal ganz lieben Dank.
Bett ist gemacht. Aber ich hoffe, dass der Rest des Abends oder der Nacht jetzt ein bisschen ruhiger wird und da draußen nicht mehr ganz so viel Schwabbel ist. Ja, ansonsten, wenn irgendwas Weltbewegendes passiert, hole ich euch nochmal rein und ansonsten sehen wir uns morgen früh. Ja Leute, jetzt haben wir eigentlich den Teil, den wir in unserem ersten Besuch hier gesehen haben, auch nochmal abgeklappert. Und ich muss sagen, dass ich vermute, dass tatsächlich auch heute noch da ein Sicherheitsdienst in diesem einen Gebäude sitzt, was ich euch gestern gezeigt habe. Ja und jetzt gehen wir mal etwas, war auch die Sonne, guck mal. Und jetzt schlagen wir uns mal etwas weiter durch in den... Ja, wo ich vermute, dass das der aktive Teil ist und ich bin mal gespannt, wie es da jetzt heute aussieht, beziehungsweise was da überhaupt gemacht wird. Also, ich denke, da wird es jetzt richtig spannend.